gehen wir jetzt. Ja, wir gehen jetzt. Wo ist denn teleportieren? Genau, hier. Wir gehen jetzt zum... Gute Frage. Ich würde sagen, wir machen erstmal den anderen Boss. In der Zwischenzeit kann Tobi mir sagen, was ich mit der Feuerhüterin-Seele machen soll. Bis dahin gehen wir... Wo ist denn das? Zur Gemeinde der Untoten, genau. Da ist ja der Schmied, da möchte ich sowieso mal hin. Denn wie ich euch im letzten Part, der stark zusammengeschnitten war, bereits gesagt habe, habe ich mit Tobi ein bisschen nochmal trainiert, ja. Und wie man sehen kann, Level 57. Und ich habe auch noch ein paar Sachen gesammelt. Unter anderem sehr viele große Scherben und grüne Scherben. Und die möchte ich jetzt gerne mal nutzen, um meinen Speer endlich mal ein bisschen aufzupimpen. Das müsste theoretisch bei dem Schmied hier gehen. Deswegen gehe ich mal zu dem. Hallo, Herr Schmied. Need anything? Und ich würde sagen, das ist bei Waffen verstärken. Nee. Also ich glaube, Tobi, kannst du mir mal ganz kurz sagen, ob ich hier bei dem Händler Sachen auf plus 10 leveln kann, also ab plus 6? Ich glaube nicht, ne? Ansonsten muss ich irgendwas kaufen vielleicht? Nee, kaufen muss ich glaube ich nichts bei dem. Kann ich? Okay, wie geht denn das? Kannst du mir das ganz kurz schreiben, wie ich hier was verstärken kann? Aber erst umwandeln, Dummkopf. Ja, wie soll ich denn was... Was muss ich denn... Ja, ja, danke. Wie soll ich denn was umwandeln, Tobi? Sag mal. Das erste. Ey. Danke, Tobi. Ja, das habe ich nie gelesen. Ausrüstung umwandeln. Komisch. Warum wohl? Gut, dann machen wir natürlich... Den Blitzspeer. Nein, das ist nämlich zurückwandeln, ne? Das ist zurück umwandeln. Das sehe ich, ja. Das wäre eins zurückwandeln. Okay, das sehe ich ein. Warte mal. Es kann nämlich gut sein, dass mein Super Magic Stick... Dass der noch gar nicht auf plus... Der ist auf plus 2, richtig. Also ich muss erstmal den richtig... Du hast nicht die Matze, um den Speer zu pimpen. Ach schade, was brauche ich denn dafür? Das wüsste ich mal gern, was ich dafür brauche. Steht das hier vielleicht sogar? Graue Brocken brauche ich dafür. Ach du Scheiße. Okay, das ist natürlich doof. Dass ich jetzt graue Brocken brauche. Aber jetzt werde ich mich auch nochmal... Bevor ich mich dem Boss widme, dem ich mich eigentlich jetzt widmen wollte, werde ich nochmal was anderes machen. Und zwar werde ich hier einen besiegen. Passt auf. Das sollte relativ fix gehen. Den kennen wir nämlich schon. Hallo. Und zwar meinte Tobi, ich soll das nicht mit... Na, Blitzwaffe machen. Weil der Typ wohl selbst gegen Blitz immun ist. Hallo. Ja, der Dämon-Titan mal wieder. Oh! Oh, fuck, ey. Das war knapp. Das war richtig knapp.
So, und damit wäre der auch tot. Was kriegen wir von dir? Hoffentlich einen grauen Brocken. Nein, wieder ein Dämonentitan. Alles klar, wie erwartet. Nee, theoretisch muss ich gar nicht zum Leuchtfeuer, denn ich weiß ja schon, wo ich hin muss. Also gut. Und jetzt versuchen wir noch einen anderen Boss zu besiegen. Jetzt haben wir ihn hier besiegt, der war ja relativ easy. Und jetzt kommt nochmal ein ziemlich ätzender Boss. Naja, wir müssen ihn trotzdem schaffen. Hallo. So. Die droppen leider nichts, aber die droppen ansonsten sehr viele Moosklumpen. In den unterschiedlichsten Farben. Naja, da ist ja wieder einer. Hallo. Hier zum Beispiel. Lila Moosklumpen hilft gegen Vergiftung, kennen wir ja schon. Und hier war ich auch schon mit Tobi. Deswegen, ihr werdet hier gleich etwas sehen, was ihr sonst eigentlich nicht sehen würdet. Aber ich werde es euch erklären. Keine Panik. Ja, dich habe ich gehört. So, hier ist eine Nachricht. Monster? Fragezeichen. So, wie kommt man darüber? Das ist eine berechtigte Frage. Ich schätze mal, da ist irgendwie eine Höhle. Da muss man irgendwo mal durchlaufen. Aber kommt vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob es noch kommt, aber eventuell kommt es noch. So. Vielleicht gibt es auch hier was. Ein geheimer Weg oder so. Nö, scheinbar nicht. Genau, hier. Und hier ist man normalerweise und geht dann direkt hier weiter, weil man sieht, okay, hier ist eine Tür, aber die ist verschlossen. Und hier ist im Normalfall so eine Wand, die man kaputt machen kann, wenn man dagegen schlägt. Das hat mir Tobi gespoilert. Aber das ist sehr gut, denn so kann ich hier nochmal ganz kurz hier mein Blitzspeer reparieren. Und weiter geht's. Und was mir schon bei Tobis Welt aufgefallen ist, was passiert, wenn wir rechts nach oben gucken? Ui, da scheint irgendwas zu leben und genau das ist der nächste Boss. Dem werden wir uns gleich stellen. Dem Mondscheinschmetterling oder Moonshine-Butterfly, je nachdem. So, hier ist dann auch ein kleiner Hinterhalt im Normalfall. Und ja, der ist ätzend. Aber nicht unmöglich. So. Und jetzt kommt eine lustige Stelle. Was steht denn hier? Falle, genau. Also die sind im Normalfall im Boden beim ersten Mal und überraschen einen dann, sobald man dort was aufhebt. Da war nämlich ein Item. Ja, und das hier ist ganz witzig. Seht ihr diese Golems? Die können nämlich leben. Und ich möchte mich jetzt nicht mit denen anlegen. Ich kenne die schon. Und hier ist auch noch was Witziges. Feind. Achtung, Feind. Und wenn ihr mal genau hinschaut, dann seht ihr hier so ein Schlangenvieh. Das können wir aber ganz einfach töten und damit hat sich's. Aua, Eibeseitiger. Cool. Eibeseitiger ist immer gut. Und Partisan irgendwas. Sehr mysteriös. So. Aber ich werde einfach gucken, dass wir den Bosskampf machen. Ach halt, ich habe was vergessen. Ach verdammt, verdammt, verdammt. Ich möchte diesen Bosskampf nämlich sehr einfach machen und das kann man. Man kann sich diesen Bosskampf wirklich super einfach machen. Und genau das mache ich jetzt auch. Dafür müssen wir aber menschlich sein. Denn was ich nicht wusste, bei so ziemlich jedem Bosskampf kann man, bevor man zu dem Boss geht, sich einen NPC herbeibeschwören. Dazu muss man aber menschlich sein. Deswegen muss ich mal ganz kurz die Aushöhlung umkehren. So, und jetzt sind wir menschlich. Und wenn wir menschlich sind, können wir eben diese Symbole sehen und können dann einen NPC mitnehmen, der uns dann bei dem Boss hilft. Das ist auf jeden Fall cool. Hallo? Oh fuck, oh fuck. Aua. Alter.
Das ist ja mal gemein. Aber es macht zum Glück nicht so viel Schaden. Okay, jetzt haben die mir ziemlich viel Schaden gemacht. Aber ich habe ja noch ein paar Estus, deswegen ist das okay. Nicht so schlimm. Ich stelle mich wieder an. Das ist ja nicht zu fassen. Aber wir sind menschlich und können den Bosskampf relativ... Also, rein theoretisch wird das einer der einfachsten Bosse. Rein theoretisch. Es kann natürlich immer sein, dass irgendwas schief geht. Aber im Normalfall wird das nicht so schwer. So. Hier ist nochmal so ein Vieh. So, und gegen einen dieser Golems müssen wir kämpfen. Gegen den hier nämlich. Hallo. Wow, der kann auch durch die Wand schlagen. Er ist der durch die Wand Schlag-Golem. So, und das war's mit ihm. Also die sind nicht so schwer, aber da gibt's mehrere, also müsst ihr genau aufpassen. Und hier ist ein Rufsymbol von einer Magierin, die kann Fernkampf. Und genau die nehme ich jetzt auch mit. Die Hexe Beatrice. So. Denn die wird uns bei dem Bosskampf sehr nützlich sein, denn das ist ein Boss, der fliegt. Ja, Schmetterlinge mögen es zu fliegen. Und auch dieser Boss, der fliegt rum. Und da wir Nahkämpfer sind, haben wir nicht so gute Chancen gegen einen Flöck-Gegner. Deswegen nehmen wir uns eine Fernkämpferin mit, die Hexe Beatrice. Denn die kann das Vieh totschießen. Hier sehen wir noch keinen Boss, oder? Nein. Nein, der Boss hat sich wohl versteckt. Aber hier geht es tatsächlich zum Boss. So. Und theoretisch kommt er jetzt auch von irgendwo. Ja, da ist er. Also das hier ist der Boss. Und sie beballert den einfach und trifft nicht. Das finde ich sehr gut. Oh fuck. Oh shit. Aber ihr seht, die macht dem ordentlich Schaden. Was sehr nützlich ist. So. Irgendwann wird er auch müde. Jetzt zum Beispiel. Jetzt wird er müde. Jetzt denkt er sich so, yeah, jetzt komme ich mal in den Nahkampf. Und damit ist er besiegt. Einer der einfachsten Bosse. Und wir haben die Seele des Mondlichtschmetterlings. Und wir haben Menschlichkeit und die Hexe verschwindet. Schade, schade. Das war's auch schon. Hier ist ein Blutfleck von einem Typen, der auch draufhaut. Ja, und da ist er tot. Schade. So, viel mehr dürft's hier eigentlich nicht geben. Ich gucke einfach nochmal, nur um sicher zu gehen. Aber hier dürfte theoretisch tote Hose sein. Jo, hier ist gar nichts. Und damit können wir, wie Tobi schon im Chat sagt, den Turm hoch, denn da müssen wir auf jeden Fall auch noch hin. Und soweit ich weiß, wartet dort ein neuer Schmied. Ich dachte zumindest, dass da ein neuer Schmied wartet. Da hat mich Giga Live leider ein bisschen gespoilert. Vor 2 Jahren oder so haben die mal einen Livestream über Dark Souls gemacht. Unter anderem wurde dieser Bosskampf gespoilert. Naja. Oh, was haben wir denn hier? Den Wachturm-Kellerschlüssel. Und göttliche Glut. Und Heimkehrknochen. Ach du Scheiße. Hey, yo. Das ist ein Schmied. Herr Schmied. Was ist los, Herr Schmied? Hallo. Ich glaube, der Schmied ist tot. Darf ich ihn kaputt machen, Tobi? Oder sind dann die anderen Schmiede sauer auf mich?
Weil er ist, glaube ich, definitiv tot. Er ist versteinert. Vielleicht vom Schmetterling. Vielleicht auch nicht. Naja, gut. Das war's dann. Wir haben die göttliche Glut. Lassen wir den versteinerten oder, keine Ahnung, verarschten Schmied verarscht sein. Und wir haben noch eine ganze Stunde Zeit. Da lässt sich definitiv noch ein neues Gebiet anfangen. Das wird lustig. Das wird lustig. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Hier ist nichts, alles klar. Vielleicht noch irgendwas zum kaputt machen. Irgendeine Wand. Nein. Gut, dann war's das. Dann gehen wir als nächstes. Ja, wo können wir als nächstes hin? Hallo, vierter Zuschauer. Als nächstes gehen wir zum Feuerbandschrein, genau. Denn dort wartet die tote Feuerhüterin auf... Ja, wisst ihr es? Wisst ihr es? Oh, es war falsch. Wisst ihr, auf was sie wartet? Die Feuerhüterin? Auf die Feuerhüterseele! Ist das nicht toll? Ja, finde ich auch. So. Können wir dich einfach nochmal mitnehmen? Ich meine, wir sind ja noch menschlich, ne? Nein. Der NPC ist weg. Nein. Da liegt noch Zeug. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach einen auf Schnelldurchgang. Wir haben die Rüstung und verpissen uns. Wir verpissen uns, wir verpissen uns. Tschüss. Als ob ich mich auf so einen Kampf einlasse, ne? Geht's eigentlich noch? Wieso verfolgt er mich immer noch? Alter! Geht's noch? Penner. Da muss ich ja gar nicht mehr so weit laufen. Dann kann ich mich auch von hier porten. So. Und zwar zum Feuerbandschrein. Genau. Und mit der Seele der Feuerhüterin. Laut Tobi müssten wir diese jetzt wiederbeleben können. Hätte ich ihre Seele jetzt verwendet, dann hätte ich ein kleines Problem gehabt. So, okay, also hier kommt wieder... Och nein, geht nicht. So, und die Feuerhüterin war ja hier. Theoretisch. Und wir können die Seele diesem Gefängnis zurückgeben. Und damit ist sie wieder da. Die sexy Feuerhüterin. Thank you. I'm Anastasia of Astora. Now I can continue my duty as a keeper. But I only hope that my impure tongue does not offend. Mhm. Ihre unreife Zunge. Alles klar. Wir reden einfach nochmal mit ihr. Rede. Ja, Tobi. Tobi, Mann, das hatte ich doch gerade vor. Ich wollte nochmal mit dir reden. Forgive me. I am impure. My tongue never intended for restoration. Please, if you have any heart, leave me be. Unreine, nicht unreife. Ja, unrein und unreif. Ja, das ist ein Unterschied. Gut, dann lassen wir die gute Frau aber auch in Ruhe. Kriegen wir einmal extra, weil wir dich wiederbelebt haben? Doch, ist ja gemein. Nee, aber dann möchte ich sie jetzt auch nicht zum Reden zwingen. Wer nicht will, der muss ja nicht, ne? So einfach ist das. Und jetzt, ihr lieben Leute, wartet mal. Mir fehlt noch ein Ritter. Ich weiß genau, dass mir noch ein Ritter fehlt. Und ich würde theoretisch
wir können jetzt das neue Gebiet anfangen, ja? Aber wir können auch noch mal gucken, ob wir was nachholen können. Und theoretisch möchte ich was nachholen. Aufsteigen. Genau, aufsteigen. Danke, Tobi. Das ist wichtig. Und ich gehe wieder auf Kondition. Ich kann einmal aufsteigen, das passt. Und dann habe ich schon 25 Kondition und 35 Stärke. Das sieht sehr gut aus. So. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie komme ich da am schnellsten hin? Theoretisch können wir nochmal den... ach, genau! Oh, so viel Zeug, was mir jetzt einfällt, was ich noch machen kann. Ihr kennt ja bestimmt noch unseren Freund, den Herrn Superraben, der uns hier hingebracht hat, ne? Der hat auch ein Nest, und zwar da oben. Seht ihr das? Da ist ein Nest. So, ja, mhm. Wartet, vielleicht kann ich es euch ein bisschen genauer zeigen. Wo ist... Hier. Da! Ich weiß immer noch nicht, wie man damit zoomt, aber ist auch nicht so wichtig. Ah, so geht es. Alles klar. Da ist das Nest. Und laut Tobi kann man da sogar hin. Wir machen jetzt mal die Super... Ne, machen wir nicht. Ja. Ich wollte eine tolle Animation machen, hat sich aber erübrigt. Nein, da kann man tatsächlich hin. Laut Tobi... muss ich... wir werden es gleich sehen. Laut Tobi kann man da irgendwo raus, ja? Und ich glaube Tobi das auch. Pass auf, und zwar wenn wir hier... Ah, das war glaube ich hier, ne? Yep. Da war's. Alles klar. Gut zu wissen. So kommen wir zu dem Nest. Dann gehen wir da doch mal hin. Ich darf nur nicht zu früh runter, sonst falle ich zu Tode. Nein, abgerutscht. Verdammt. Gelobt sei die Sonne. Wo bin ich denn hier? Hier bin ich falsch. Ich hätte weiter oben rausgemusst, ne? Ja. Ach, verdammt. Aber ist ja nicht so schlimm. Fahren wir einfach nochmal hoch. Jetzt haben wir es aber definitiv gesehen. Und diesmal schaffen wir es. So. Wow. Jetzt hätte ich es fast schon wieder übersehen. Aber jetzt haben wir es. Und... Da sehen wir auch, da liegt Zeug. Das ist cool. Können wir hier irgendwas machen? Also da unten ist der Friedhof, den kennen wir ja auch schon. Da ist der Rabe. Boah, wie soll ich denn da hin? Ich glaube, ich hab's. Also hier rüber zu springen wäre, glaube ich, fatal. Allein schon hier runter zu laufen ist fatal. Wie ich soeben feststellen musste. Na gut. Dann müssen wir das tatsächlich von hier machen. Da runter. Schätze ich jetzt einfach mal. Jo, das sieht gut aus. Das sieht aus, als wäre das gewollt. Jawohl, und damit hätten wir es. Von hier aus kann man dann auch noch hier was machen. Wunderschön. Herr Rabe. Wir müssen zu deinem Nest. Wir müssen jetzt zu deinem coolen Nest. Also lass uns da hin. Ah, hier. Okay. Und damit hätten wir... Eier! Ich brauche erst das Item, Esel. Okay, ich brauche also erst ein Item. Ich bin jetzt ein Ei. Ich bin ein super geiles Ei.
Aber schön zu wissen, wie es... Also jetzt weiß ich wenigstens, wie man hier hinkommt und kann schon mal die anderen Items sammeln. Also, Tobi, ist ja nicht so wild, dass ich jetzt noch nicht viel machen kann. Huah! Solange ich hier die Items krieg. Schlüssel vom untoten Asyl. Was ist hier? Einfach Licht. Es werde Licht. Kommt halt gleich nicht weiter. Ja, ich habe aber den Schlüssel zum untoten Asyl. Und das untote Asyl, da erinnert ihr euch, das war der Anfang vom Spiel. Das waren die ersten zwei oder drei Parts, wenn ich mich recht entsinne. Da waren wir in diesem Asyl. Genau. So war das.